Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Update zur Campi Flegrei. Wir haben den 12.04.2024. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden uns heute in diesem Update einmal über die Erdbeben unterhalten, im Allgemeinen über die Situation der flegräischen Felder. Und gestern wurde unter anderem eine Bürgerkonferenz abgehalten. Dort waren Vertreter des Zivilschutzes und der Wissenschaft vor Ort und sie haben sich den besorgten Fragen der Bürger gestellt. Und darüber werden wir uns jetzt in diesem Video unterhalten. Also schön dranbleiben, es wird wirklich interessant. Jetzt kommen wir als allererstes zur Erdbebentätigkeit. Die hat wirklich signifikant zugenommen seit Beginn des Monats, also seit dem 1. April 2024. Und hier wird es jetzt für mich schon wirklich so unübersichtlich und auch die Situation wird wirklich immer schwerer einzuschätzen, weil wir hatten jetzt alleine gestern schon 60 Erschütterungen gehabt. Ja, die Seismizität zieht wirklich ordentlich an seit Beginn des Monats wieder. Und wir hatten auch im letzten Jahr schon, Oktober, November, eine ja etwas größere Krise gehabt, wo wir auch sehr viele Erdbeben hatten, unter anderem auch ein Erdbeben der Magnitude 4,0. Das war natürlich auch schon mal ein Erdbeben, wo die Bürger schon etwas besorgter werden, weil die Erschütterungen in den höheren Magnituden, ich rede jetzt hier von Magnituden, die sich jetzt nicht mehr so im Mikroseismikbereich bewegen, ich sage immer so ab Magnitude 1,5 aufwärts und es manifestieren sich tatsächlich davon immer mehr Erdbeben täglich. Alleine gestern bei den gut 60 Erschütterungen, die wir hatten, hatten wir unter anderem 6 Erdbeben, die sich jetzt über Magnitude 1,0 bewegten. Wir hatten ein Erdbeben der Magnitude 1,2 in 0,9 Kilometern Tiefe, ein Erdbeben der Magnitude 1,0 in 0,4 Kilometern Tiefe, ein Erdbeben der Magnitude 1,3 in 3,5 Kilometern Tiefe, also wieder etwas tiefer, liegt auch schon im Bereich unter des hydrothermalen Systems. Dann hatten wir ein Erdbeben der Magnitude 1,1 in 2 Kilometern Tiefe, ein Erdbeben der Magnitude 1,2 in 1,7 Kilometern Tiefe und ein Erdbeben der Magnitude 2,1 in 2,7 Kilometern Tiefe. Und das sind natürlich schon Bereiche, wo man als Bürger dann auch schon mal Angst bekommen darf. Ich möchte euch natürlich in meinen Updates immer so ein wenig die Angst nehmen. Aber es wird jetzt hier für mich auch immer, ich bin da auch schon ein bisschen skeptisch, ob meine Einschätzungen aus den letzten Updates, also dass es jetzt in den nächsten 10 bis 50 Jahren zu einer Eruption kommen könnte, dass ich mir da halt auch schon nicht mehr so wirklich sicher bin im Allgemeinen. Wir haben eine ersichtliche Aktivität hier im Bereich der Solfatara. Wir haben dort die Picciarelli-Fumarole und die misst immer so ungefähr zwischen 90 und 95 Grad gemessen in einer Entfernung von 5 Metern. Und das ist der aktivste Bereich der flegräischen Felder. Ja, also man kann dort die blubbernden Seen sehen, man sieht dort die hochausstoßenden Geysire und Gase, die dort austreten anhand der Picciarelli-Fumarole. Und es ist wirklich ein faszinierendes Phänomen, was sich dort wirklich täglich zeigt. Einfach, ja. Und man merkt einfach auch, das haben mir auch schon Bürger erzählt, die dort unten wohnen, die mir auch schon unter anderem E-Mails geschrieben haben. Und die haben mir so ein bisschen ihre Situation mal erklärt, ne? Dass man wirklich auch schon so ein, ja, wenn man da langläuft, ein Brummen merkt und man merkt einfach, dass wirklich eine sehr große Kraft unter den flegräischen Feldern haust, ja, und die Angst wird immer ersichtlicher und auch immer größer. Und wir haben hier sitzend in einer Tiefe von 1,5 bis 2 Kilometern ungefähr das hydrothermale System. Dort haben wir Tiefenwässereinlagerungen und dort wird im Allgemeinen das gesamte hydrothermale System aktuell befeuert. Ich habe euch hier die roten Punkte auch alle eingezeichnet. Das sind die Erdbeben, die dort auftreten. Und es kommt jetzt für mich wirklich, es wird für mich immer wirklich ersichtlicher und auch, es steht immer fester für mich. Ja, also ich glaube da wirklich schon sehr, sehr fest dran. Ich will jetzt noch nicht zu 100% sagen, aber ich würde mal sagen so zu 80%, dass wir schon Magma in einer Tiefe, geringeren Tiefe haben, in Tiefen von ungefähr so 3 bis 4 Kilometern, wo dann das hydrothermale System von unten befeuert wird. Ja, und dass dort in dem Bereich sich tatsächlich auch die meisten Erdbeben manifestieren. Ja, also wir haben unten sitzend in einer Tiefe von ungefähr 8 bis 10 Kilometern die große Magmakammer, die das Ganze befeuert. Und wir haben hier dann, wenn jetzt das Magma aufsteigt, bis in eine Tiefe von ungefähr 3 bis 4 Kilometern, haben wir hier die sogenannten Aufstiegspfade.
Magma sucht sich immer seinen Weg und es sieht wirklich faszinierend aus. Ich habe es euch auch in meinen letzten Grafiken zeigen können. Das sieht wirklich aus wie kahle Bäume. Ja, also man hat in der Mitte den großen Aufstiegspfad und Magma sucht sich dann immer seinen Weg nach oben. Es drückt sich überall durch lockeres Gestein durch und es ist eine ungeheure Kraft, ein ungeheurer Druck, der dort entsteht. Und dadurch entstehen diese Erdbeben. Ja. Und gestern wurde eine Bürgerkonferenz abgehalten. Dort wurden die Fragen besorgter Bürger beantwortet. Und dort hieß es allerdings, dass die Bürger sich jetzt im Allgemeinen keine Sorgen machen müssen. Das ENGV hat da wirklich alles im Blick. Die schauen sich das alles ganz genau an. Aber ich werde demnach trotzdem ein bisschen skeptisch, weil es ist eine Situation, die wir doch gar nicht so wirklich schon mal erlebt haben. Ja? Ich meine, wir hatten einmal vor gut 15.000 Jahren die Caldera. Wir hatten vor gut 40.000 Jahren die größere Caldera gehabt. Und wir wissen gar nicht so wirklich, wie sich ein großer Caldera-Ausbruch bei den Phlegräischen Feldern vorher angekündigt hat. Es kann ja auch sein, dass sich das jetzt wirklich so im Allgemeinen auch angefühlt hat damals, dass wir vermehrt Erden. Wir hatten ja damals noch zu dem Zeitpunkt keine Messapparate gehabt. Man kann dies nur anhand von Gesteinsproben nachvollziehen, wie die Eruption im Ungefähren abgelaufen ist, wie viel Magma Lava ausgestoßen ist. Und ne, das kann man anhand der Ascheschichten feststellen, die sich in den Gesteinsschichten festgelagert haben. Aber das darf man wirklich jetzt auch nie vergessen, weil wir wissen einfach noch zu wenig über Vulkane. Auch Vulkanologen. Aber dieses ganze Phänomen, was wir dort jetzt haben, dieses ganze Ereignis, hat jetzt auch eine positive Auswirkung auf die Wissenschaft. Ja, wenn eine Situation eintritt, die noch nie wirklich da gewesen ist, kann man dort die Wissenschaftler ansetzen und die können dann natürlich auch ja, wieder neue Untersuchungen starten und die können dann halt wieder ja, im Allgemeinen einfach die Situation wieder neu aufnehmen und wissen dann halt in Zukunft, aha, das funktioniert so im Allgemeinen, ja. So, und die besorgten Bürger, die fragen sich jetzt natürlich, ey, was geht jetzt da unten vor sich? Denn das INGV sagt, es ist alles in Ordnung soweit, wir haben alles im Blick, aber an der Erdoberfläche und also bei den Bürgern direkt, ja, da ist nicht so wirklich alles in Ordnung. Ne, da entsteht eine große Angst, es entstehen immer mehr Risse in den Häusern, immer mehr Straßen werden beschädigt und man kann dies auch anhand des Bradyseismus, also der Bradyseismus ist unter anderem bis in die Römerzeit nachzuvollziehen. Und dies kann man anhand des römischen Marcellums, das ist unweit vom Hafen Pozzuoli entfernt, und dort kann man anhand von Bohrmuscheln feststellen, dass sich das damals in der Römerzeit schon der Bradyseismus im Gange war. Der Boden hebte sich ganz stark und senkte sich dann, und das kann man dann anhand dieser Bohrmuschelablagerungen an diesen Säulen, ich kann euch das Bild mal gerade hier einblenden, sehr, sehr gut nachvollziehen. Und es gab damals in diesem Zeitraum einfach noch keine Messapparate und wir haben keine wissenschaftlichen Papiere, die das auch wirklich nachvollziehen lassen. Ey, so ist das damals schon abgelaufen. Also ist es für uns eine Situation, die jetzt hier eintritt, die wir so in der Form bei den Phlegräischen Feldern noch nicht erlebt haben und auch so noch nicht kennen. Und wir haben hier unten in einer Tiefe von auch ungefähr 8 bis 10 Kilometern Tiefe, direkt sitzend über der großen Magmakammer, eine Decksteinschicht, die immer spröder wird. Man kann sich das so vorstellen, wir haben die Herdplatte, die befeuert das Ganze. Ja? Dann fängt es oben an zu kochen, das Wasser. Ja? Das ist dann das hydrothermale System. So, und der Deckel, man müsste sich dann jetzt so vorstellen, dass wir in einem Kochtopf sitzend etwas tiefer einen Deckel haben, der nicht mehr so ganz dicht ist. Und das Ganze pumpt sich dann auf wie ein Ballon, ja? Und senkt sich dann auch wieder. Ja? Man hat ja einen Bradyseismus, man hat eine Bodenhebung und eine Bodensenkung, die in einem Jahrzehnte-Rhythmus auftritt, und das wird dann natürlich, je mehr man sowas dehnt, auch wenn ihr einen Stock in die Hand nimmt, ja, und das Ganze dann immer, ja, immer weiter biegt und dann wieder gerade macht, biegt weiter, irgendwann bricht dieser Stock einfach. Und so ähnlich fungiert das auch bei dieser Decksteinschicht, die immer spröder wird und es entstehen immer größere Risse. Magma hat so auch eine leichtere Aufstiegsmöglichkeit, so wie ihr das hier auch auf meiner Grafik erkennen könnt. Und anhand der Erdbebentätigkeit wird das nun mal für mich ersichtlicher, dass wir schon näher im Bereich des Hydrothermalsystems wahrscheinlich schon Magmaeinlagerungen haben. Ja, das könnt ihr dann hier erkennen.
So, das zeichne ich euch jetzt mal hier ein. Wir haben hier dann wahrscheinlich schon eine Magmatasche. Wir haben hier sitzend das hydrothermale System. Ja, und man kann wirklich dann schon anhand der Erdbeben und auch anhand der Fumarolen, die oben an der Oberfläche ersichtlich sind, nachvollziehen, dass wir irgendwas in dieser Tiefe schon sitzen haben. Ja, fest steht, ich lege mich da nicht zu 100% wirklich drauf fest, aber irgendwas muss dort unten einfach vor sich gehen. Und meine Videos sollen euch wirklich aufklären, sie sollen keine Panik schüren, ihr bleibt auf meinem Kanal immer dazu auf dem Laufenden. Deswegen würde ich mich natürlich auch über ein Abonnement freuen und auch über eine Interaktion unter diesem Video. Und ihr dürft euch natürlich auch im Anschluss dieses Videos noch mehr Videos von mir angucken. Ich befasse mich wirklich sehr intensiv mit dieser Materie und ich gehe wirklich immer sehr tief auch rein. Ne, natürlich nicht so tief wie die Vulkanologen, da habe ich einfach nicht so die Ahnung von und auch nicht die Möglichkeit. Ich bin ein Hobby-Vulkanologe, der euch darüber berichtet. Und ich freue mich aber, dass ich so eine intensive Interaktion wirklich schon bekomme. Ich werde auch per E-Mail kontaktiert, Patrick, was ist da los? Und ich versuche dann auch immer wirklich alle Fragen zu beantworten, aber auch die Fragen unter diesen Videos, die werden halt wirklich im Allgemeinen immer so viel, da findet man auch nicht immer wirklich die Zeit einfach dafür. Deswegen bitte entschuldigt das, wenn ich nicht immer es schaffe, alle Fragen zu beantworten. So, ihr dürft auch gerne auf den Kanälen meiner Partner, bei dem lieben Sven von Vulkantastisch und einmal bei dem lieben Patrick von Apocalyptic Science, auch für euch ein kostenloses Abo abschließen. Dort bleibt ihr zum Thema Vulkanismus auch immer auf dem aktuellsten Stand. Und auch bitte nicht vergessen, die Seite von Marc Segler zu besuchen, vulkane.net, ein Urgestein. Sie gibt es seit 2000, diese Seite, und ist somit schon unglaubliche 24 Jahre alt. Und da bleibt ihr im Allgemeinen immer zu Naturphänomenen weltweit, also Erdbeben, Vulkanausbrüche, Unwetter, auch immer auf dem aktuellsten Stand. Ich verabschiede mich aus diesem Update. Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Wie gesagt, Abo nicht vergessen, Liken nicht vergessen und im Allgemeinen die Interaktion. Ich bin raus, macht es gut. Euer Patrick von Lidum Produktion. Auf Wiedersehen.